Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 159 von Aborion. Ja, wir sind hier in dem Schiff. Ich hatte letztes Mal hier aufgehört. Wir hatten gehandelt, das haben wir gemacht. Und der Thomas Stieler hatte noch geschrieben, dass ich Xanion kaufen kann. Rekonstruktionsmarke noch gucken. Und ja, ich würde mal sagen, da sind wir schon gut auf dem Weg, wenn wir das erledigt haben. Und dann schauen wir mal, was wir dann für Waffen in dem Schiff haben, was wir rekonstruieren. Und ja, gucken wir weiter, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir uns das an. Bis gleich. So, dann. Wir wollten zum Ausrüstungsdock, ne? Wo sind wir denn jetzt erstmal hier? Was ist das hier? Ist das eine Handelsstation oder was ist das? Da unten Handelsposten, ja. Da kriegen wir natürlich keine Sachen. Wir müssen mal gucken, was hier im Sektor ist. Ressourcendepot. Wo ist es? Doch da unten hin. Noch da unten. Dahinter, ja. Na super. Kommen wir auch noch hin. Da ist es. Dann fliegen wir das mal an, ne? Das Ressourcendepot. Da tauschen wir dann ein paar Klamotten ein, dass wir die kriegen. Können dann natürlich den Autopiloten auffliegen lassen. Naja, ist egal. Ah. Das Schiff hat es nicht so drauf, ne? Wie wir gerade merken. Welches Schiff ist denn das? Albatros, da muss doch der andere hinter mir her sein, ne? Ah, da kommt er ja auch, okay. Passt also. Da geht's weiter. Batterie lädt gerade auf, oder wie sehe ich das? Muss wohl. So. Habe ich gar nicht ausgewählt, oder wie sehe ich da? Interagieren 0 Kilometer. Okay. Einmal näher ran noch. Ein paar Docking Ports wären interessant. Da müsste einer sein, oder? Ja. Fliegen wir den mal an. Da rechts gab es Credits und Trinium, na ne, Titan. Hat er alles automatisch abgeliefert? Okay. Das war ja auch so gefragt, gefordert, ne? So, dann gucken wir mal hier gerade rein. Ressourcen handeln. Hat er nicht. Ja, wir können hier keine Xanion kaufen, weil hier kein Xanion ist. Okay. Das war jetzt nicht so toll. Okay, was gab es hier noch sonst? Rohe Erze raffinieren. Haben wir da überhaupt was? Nein, haben wir nichts. Und sonst noch was? Ruhe anheuern, schwarzes Brett. Brauchen wir, glaube ich, nicht. So, okay, das war fehlgeschlagen hier. Das bedeutet jetzt Schiffswerft, Rekonstruktionsmarke, oder? Gibt es hier eine Schiffswerft? Reparaturdock ist das. Auch richtig, glaube ich. Nicht Schiffswerft, vielleicht Reparaturdock war richtig. Dann fliegen wir da mal hin. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Und da müssen wir dann die Rekonstruktionsmarke setzen. Da wäre kein Power mehr, Batterie alle. Haben sie cool gemacht mit dem Blinken, muss man einfach sagen, ne? So. Jetzt sind wir hier. Ah, eigenes Ermessen können wir andocken da oben.
Okay. Und andocken. Reparaturdock. Reparieren brauchen wir ja nicht. Haben wir hier eine Marke für? Komm, wir kaufen das einfach. Das abschleppen. Du besitzt bereits ein konstruktionsfertiges Schiff, okay. Gut, das haben wir jetzt irgendwo hier. Reiter 3 ist da. Wo kommt das jetzt hin? Hier oder wo? Das ist Albatros wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal sagen, ne, oder? War jetzt nicht so dolle. Das ist der Elch. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo dieses eine Schiff dann wegkommt oder hinkommt. Ah, da oben ist es. Ich sehe es. Okay, dann. Okay, da sind wir mal gerade so nebenher gekommen. So, da haben wir Schiff Nummer 3. Und was ist da drinne? Da ist nichts Besonderes drinne wahrscheinlich, oder? Da ist gar nichts drinne. Wie war das noch mit reparieren? Reparaturdock reparieren. Jetzt ist es ganz. Ne, da sind wir wieder falsch. Jetzt, aber da gibt es keine einzige Waffe in dem Schiff. Keine Ahnung. Das war ja jetzt komisch, oder? Das hat hier was, aber naja. Schiffskontrollsystem, Humpelraum und so, das ist alles da, aber. Ja, keine Ahnung. Was haben wir hier? Die Moral auf deinem Schiff ist niedrig, sonst steigt die Besatzung. Dein Schiff ist überbevölkert. Bau mehr Quartiere, um deine komplette Crew unterbringen zu können. Okay. Dann bauen wir da mal gerade Quartiere dran. Das ist ja nicht so schwer. Das fliegt in die Richtung. Okay. Steuerung C, Steuerung V. Aber wir sollten das vielleicht in einem anderen Material nehmen. So. Ist immer noch überbevölkert. Also, damit es symmetrisch ist, ne? Weil das immer symmetrisch sein muss. Haben wir das geändert? Okay, Thomas, da siehst du, dass wir hier diese Waffen alle haben, aber auf dem Schiff, ja, oder die sind nicht eingebaut worden, weiß ich nicht. Okay, müssen wir mal gucken. Weiß ich jetzt nicht. Jetzt lass uns noch weiter überlegen. Rekonstruktionsmarke. Jetzt müssten wir eigentlich, ja, was machen wir mit dem Schiff hier? Weiß ich jetzt gerade nicht. Das sieht nach einem Miner eigentlich aus, oder? War das ein Miner? Das hier nur Frachtraum, ne? Ja. Frachtraum, wo ist der hier?
Hier steht jetzt kein Frachtraum, oder wie sehe ich das? Stats anpassen. Okay. Ja, normal das Ganze jetzt gerade rein. Nee, hier steht jetzt kein Frachtraum, oder? Komisch. Nee. Hier steht er dann nur. 1,59.000. Also 1590, ist das so ein bisschen nur? Ich glaube ja, ne? Was ist das für ein Ausrufezeichen? Ist zu schwach, weil wir keine Dingens eingebaut haben. Gut. Gut, B. Ich lasse es erstmal so. Ich weiß noch nicht, was ich aus dem Schiff mache. Wir gehen jetzt erstmal in den Albatros wieder rein, denke ich mal, oder? Wo ist der? Der müsste doch jetzt hier irgendwo rumschwirren. Habe ich den nicht direkt oben drüber geparkt hier? Ah, da hinten. Gehen wir wieder da rein. Shit, das ist der Elch, das ist nicht der Albatros. Der ist da. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht mit dem Ding ins Ausgegangen. Folgt der mir noch? Der Elch? Ja. Gut, dann passt das erstmal. Jetzt müssten wir dann schauen, dass wir gucken. Hier war das Depot, ne, das Ausrüstungsdock. Ja, dann fliegen wir dahin, würde ich sagen. Kann man den Weg so nehmen? Ne, ich würde jetzt gerne den Albatros nehmen und dann so fliegen lassen. Da geht kein Weg nach da. Schade. So, jetzt fliegt er die Tore da ab tatsächlich. Also hier nur ein Tor ab, sonst nicht. Sonst hat er über Rumsprung genommen. Okay. Ich dachte, das wären jetzt richtige Verbindungen, die er nutzen kann. Aber naja, wenn das nicht so ist, dann ist das nicht so, ne? Okay. Läuft erstmal. Wir kommen nicht ans Xanion, das ist jetzt unser Problem. Wir haben eine Reputation von, wenn das Reputation ist, weiß ich nicht, 65.000. Und da sind wir jetzt im falschen Bereich. Wir sind gut mit denen. Eigentlich hätte das hier funktionieren müssen, ne? Autopilot, Rücktaste, stoppt der. Was macht er jetzt? Da unten ist das Ziel. Okay, der steuert und muss nur gerade Batterie laden. Oder achso, der Hyperraum muss berechnet werden. Passt also. So, der Elch folgt uns. Das passt erstmal. Und ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.